Herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Mann, war das anstrengend. Unser Flammenwerfer ist null. Na super. Ja. Mein Gott, ich musste erstmal durchatmen. Also, es war spannend. Es war sehr spannend. So. Aber nicht lange jetzt hier rumschnacken. Wir haben noch viel zu tun. Wir brauchen unbedingt Flammenwerfer-Munition. Was nehmen wir denn mal? Das Ding. Wo müssen wir hin? Wir müssen... Überladen Sie den Alpha-Kern. Überladen Sie den Beta-Kern. Okay, dann machen wir das mal. Ich befürchte allerdings, dass uns das Alien jetzt wieder folgt. Da sind schon wieder Androiden. Kommen denn die Androiden schon wieder her? Oh, da hab ich gesehen, ne? Scheiße. So, ihr blöden Arschgeigen. Boah, hier ist ein Lärm, das ist unglaublich. Ich kann nichts bauen, ne? Blendgranate brauche ich nicht. Ein Stück habe ich noch, das muss erstmal reichen. Oh, Alter! Erschreck mich nicht so! Wo muss ich denn überhaupt hin? Alpha-Kern. Wo ist denn das? Ach, hier! So, wenn ich den jetzt überlade, dann muss ich aber gar... Hallo? Dann muss ich aber ganz schnell sein. Hallo? Wo ist denn hier der, wo überlade ich denn den... Alpha-Kern.
Ist das denn jetzt wahr? Ach, ich muss dahin. Damn luck. Und dann muss ich aber wahrscheinlich ganz fix Minze laufen, was? Na komm. Nein! Was ein Sch... Naja gut, wir müssen uns ja keinen Stress machen, aber jetzt... Es reißt einen gerade so richtig schön mit. Fuck it! Schuss noch. Scheiße. Okay, das Ding ist leer. Scheiße. Okay. Leiten Sie Strom zum zentralen Kern um. Ah, gut. Was mache ich jetzt? Jetzt hau ich ab. Oh, fuck it, Alter. Heftig. Jawohl, jetzt gibt's ja auch erstmal Arsch voll.
Gut, jetzt hauen wir ab. Wir hauen ab. Wir hauen ab. So, Fahrt zur Hölle. Ricardo, ich werde jetzt das Nest beseitigen. Halten Sie sich gut fest. Fahrt zur Hölle. Scheiße, ich hab ihn gesehen. Ah! Psychologische Gefahreneindämmungsstufe wird gehalten auf Omega. Mehrere nicht gemeldete Lebensformen auf Sevastopol registriert. Strompegel auf Sevastopol gefährdet. Ich geh sind immer noch kaputt. Welche auf der Station? Mist, es tut mir leid, Ricardo. Kommen Sie einfach zum Marshallbüro zurück, Rip. Bitte. 1, 2, 3 Aliens. So, erstmal die Batterien von der Lampe nachgefüllt. 3 Aliens unterwegs. Ich werd bekloppt. Und ich habe keinen Flammenwerfer. 3 Molotows. Und ein Speicherpunkt wäre jetzt echt geil. Okay, jetzt heißt es wieder ganz vorsichtig sein. Halt, Rip. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Wirklich? Sie müssen zur Krankenstation. Sofort. Die Reaktorsäuberung. Sie setzt alle Systeme auf Sevastopol zurück. Beleuchtung, Transit, vielleicht sogar die Funkverbindungen. Das ist unsere Gelegenheit. Sie müssen gehen. Sofort. Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich gehe runter zu Communications. Gehen Sie zur San Cristobal Krankenstation. Okay. Coolant Plant? Ja. Wo muss ich denn da hin? Huh? Die ist ja direkt da. Was? Ach, da. Mal liegt hier irgendwo noch was? Ich brauche Bolzenschussmunition. Okay. Warte, bin ich auf dem richtigen Weg? Nö. Hä? Von da bin ich doch. Ach nee, von da bin ich gekommen. Von
Und da komme ich nicht durch. Was soll denn das? Ach so. Keiner da. Central Reactor. Nicht gesehen. Es hatte mir den Rücken zugewandt, ging den Flur herunter, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Ich habe mich versteckt, aber als ich aufsah, war es weg. Ich glaube, es hat sich unter dem Fußboden versteckt oder in der Decke. Sevastopol. Nee, ich will ja nicht zum Maschinenraum. Verstaubten Räumen, in die niemand seit Jahren mehr einen Fuß gesetzt hat. Es könnte überall sein. Danach müssen die Marshals gesucht haben. Das hätte mir nicht vorenthalten werden sollen. Chief Ende. Transitstation, genau. Hallo, mein Freund. Oh, endlich mal wieder speichern. Okay, Lawrence Istek. SkyMed Tower. Solomon Habitat. Service Offline. Ich denke, Krankenstation ist der SkyMed Tower, ne? Oder? Gehen Sie zur Maschinenraumtransitstation. Hä? Warum? Ich kann doch zum SkyMed-Turm fahren. Verstehe ich jetzt nicht. Wieso muss ich zum Maschinenraumtransit? Muss ich nicht verstehen. Gehen wir einfach mal hier lang, ne? Gut. Keine guten Erinnerungen an die Krankenstation. Ach, das ist zum Glück nur das Wasser, was da runterläuft. Das ist doch jetzt Schwachsinn. Wieso bin ich denn hier? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht.
Gehen Sie zur Maschinenraumtransitstation. Ich glaube, ich hätte mich einfach darauf verlassen können und hätte zum SkyMed-Turm fahren sollen, oder? Ich verstehe das gerade nicht, was ich hier mache. Toll, jetzt komme ich auch nicht mehr raus, oder was? Warte mal, ich bin da. In diesen Kreis soll ich. Da ist irgendein Ausrufezeichen. Wie komme ich denn da nochmal hin? Wie komme ich denn da nochmal hin? Oh, irgendeiner hat das Ding wieder runtergelassen. Ich bin hier falsch. Dahin. Ich habe hier doch nichts mehr zu suchen. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Wieso? Kann ich nicht einfach? Den SkyMed-Turm nehmen. Oder ich vertue mich jetzt gerade richtig. Nee, das ist ja der medizinische... Oder? Warte mal. Was sind denn hier für Türen? Ich hoffe, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg.
Raumstation. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier, aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäuberung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Ach, Junge. Warum haben Sie mich dann hierher geschickt? Plan B, Rip. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Anisidora. Marlow hat es geschafft, die Autopiloten-Codes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanz-Anlegestation. Es sind Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht. Verstanden. Finden Sie einen Ambulanz-Shuttle? Dann machen wir das doch. Gut, Krankenstation. Auf, auf. Und zwar in der nächsten Folge. Also, bis dahin.